schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute Gerne. für uns. Wir wollen so ein bisschen die sehr außergewöhnliche Situation hier auch nochmal mit dir aus sportlicher Perspektive vor allem beleuchten. Ja, wie erleichtert warst du, als ich glaube, vor gut 2 Wochen der Trainingsbetrieb wieder zumindest dosiert aufgenommen werden konnte? Also so eine ganz bisschen Normalität zurückgekehrt ist zu mir. Wie erleichtert warst du durch diesen Schritt, der möglich war? Ja, man kann da schon von einer gewissen Erleichterung sprechen. Nichtsdestotrotz ist uns natürlich allen klar, dass zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch heute die höchste Priorität die Gesundheit aller hat und auch die Eindämmung des Viruses. Aber man hat vor allem, und das ist gar nicht nur so bei mir, sondern man hat natürlich gemerkt, dass gerade bei den Jungs, die sich davor im Individualtraining befunden haben, dass das Training jetzt in kleinen Gruppen dann schon zu einer leichten Verbesserung und auch zu einer Stimmungsaufhellung bei den Jungs geführt hat. Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Wie ist so dein Gefühl? Wie nehmen die Spieler die Situation auf? Wie gehen sie damit um, was da gerade passiert? Hast du bei dem einen oder anderen den Eindruck, dass sie das schon belastet, sportlich als auch ja, die Gesamtsituation? Ich glaube, dass am Ende sind das auch Menschen, dass die Gesamtsituation für uns alle sehr, sehr schwierig, sehr, sehr belastend ist. Und sie gehen sehr, sehr verantwortungsvoll, sehr, sehr bewusst mit der Situation um, nehmen die Sache auch sehr, sehr ernst. Und wir haben es ihnen, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich gemacht, wie ernst das ist und dass wir uns auch genau den Vorschriften nach verhalten müssen. Was meine ich damit? Auch in der Form, wie wir letztendlich das Training durchführen, all diese Themen, dass sie keine langen Verweildauern am Trainingsgelände haben, sie duschen zu Hause, sie waschen die Sachen selber zu Hause. Also letztendlich, dass es sehr, sehr strikte Vorgaben gibt, die es uns ermöglichen, wieder in Kleingruppen zu trainieren. Und die Jungs setzen das bisher hervorragend um, halten sich daran. Es ist nicht so, dass das Trainerteam da regelmäßig irgendwelche Maßregeln vollziehen muss, sondern die Jungs sind sich der Situation bewusst und wir haben auch das Gefühl, dass sie die Sache sehr, sehr ernst nehmen, aber wie gesagt, trotzdem erleichtert sind, dass sie aus diesem Individualtraining raus sind und einen Schritt, wenn es auch nur ein kleiner ist, in die Richtung der Normalität gehen konnten. Müsst ihr hinsichtlich eines möglichen normalen Trainingsbetriebs denn diese Maßnahmen jetzt noch erweitern? Denkt ihr weiter darüber nach, was man noch ändern muss? Müsst ihr vielleicht sogar in den Räumlichkeiten noch was ändern am Trainingsgelände? Ja, das wird sich zeigen. Da sind wir auch im täglichen Austausch auch mit anderen Vereinen, um letztendlich auch einen Erfahrungsaustausch zu sammeln, weil natürlich keiner bisher so eine Situation gehabt hat und natürlich auch, was ja jetzt auch an die Öffentlichkeit gelangt ist, über die medizinische Taskforce der DFL, die uns regelmäßig auch informiert, was man verändern kann, aber wir letztendlich auch diese Fürsorgepflicht haben, täglich unsere Maßnahmen der DFL zu melden und ja, da weiß ja aktuell auch keiner genau, wie es weitergehen wird, auch im täglichen Leben, wenn es denn Lockerungen geben wird, welche Maßnahmen dann ergriffen werden müssen. Du bist momentan eigentlich mehr Krisenmanager als Sportgeschäftsführer. Im Sport geht es im Moment kaum, weil kein Sport stattfindet. Wie gehst du persönlich mit dieser Situation um, auf die man ja nicht vorbereitet sein kann? Da gibt es keine Ausbildung für eine Corona-Krise. Ja, wie nimmst du das wahr? Ja, schwierige Situation, aber am Ende sind wir jetzt in einer Branche, in der Sportbranche, aber genauso in der Geschäftsführung und auch extremst positiv wie der Markus Rehk. Ich glaube, für den Markus ist das ja so ein kleines Déjà-vu, als kurz nachdem er hier angefangen hat, ist ihm das Ausmaß der Gesamtsituation wirtschaftlich von Arminia Bielefeld richtig bewusst geworden und war direkt in diesem Krisenmodus. Und ohne zu sagen, dass wir noch vor der Corona-Krise gedacht haben, dass jetzt endlich hier, ja, dass wir in Geld schwimmen, in keinster Weise. Aber es war natürlich schon so, dass man sich sukzessive etwas erarbeiten konnte, wo wir jahrelang darauf hingearbeitet haben. Und jetzt ist man natürlich durch die Situation wieder in einen extremen Krisenmodus geraten. Und da geht es jetzt am Ende, und das ist, glaube ich, ja auch ja, sehr häufig jetzt in die Öffentlichkeit für viele Vereine. Es ist
so, dass die Vereine, die deutsche Fußballliga, dass viele Vereine in eine extreme Schieflage dadurch geraten sind. Und jetzt geht es letztendlich, ist es ein Überlebenskampf, und es geht kurzfristig nicht mehr darum, die nächsten 3 Punkte zu erzielen, sondern der Schwerpunkt liegt einfach darin, in der Arbeit der Geschäftsführung den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Und da arbeiten wir jeden Tag mit Hochdruck dran und sind auch davon überzeugt und positiv, dass wir auch diese Krise bei Arminia meistern werden. Darin seid ihr zum Glück erprobt. Es bereitet dir also noch keine schlaflosen Nächte, weil die Zuversicht momentan überwiegt, höre ich daraus. Ja, es bringt ja jetzt nichts. Die Situation wird sich für uns nach der Krise anders darstellen, als sie jetzt vor der Krise war. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das ist für viele Unternehmen so. Es bringt ja jetzt nichts, wie man so schön sagt, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen das Beste daraus machen, und es soll keine Phrasendrescherei sein, aber das Ganze als Chance zu sehen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir irgendwann, der Zeitpunkt ist nicht klar definiert, auch die Saison zu Ende spielen werden. Und wir haben noch ein großes Ziel vor uns in den restlichen Spielen und glauben dann, dass wir dann die zukünftigen Herausforderungen dann auch meistern werden. Und nein, es sind keine schönen Tage, aber es ist noch nicht so weit, dass es schlaflose Nächte mit sich bringt. Okay. Passiert in deinem eigentlichen Arbeitsumfeld momentan überhaupt was? Vertragsverlängerungen liegen auf Eis, weil man gar nicht weiß, wie lange laufen die Verträge, die eigentlich bis 30. Juni gelten, jetzt eigentlich doch noch, oder müssen sie laufen? Passiert irgendwas, Scouting im Video mit deinen Scout-Kollegen, oder gar nicht momentan, weil es einfach nicht die Priorität hat? Doch, also ich glaube, es wäre auch fahrlässig, jetzt die Sachen nicht voranzutreiben. Natürlich nicht in der Tiefe und in dem Detail. Es ist gerade angesprochen worden, Vertragsverlängerungen oder solche Sachen können wir einfach nicht angehen, weil letztendlich man zum heutigen Zeitpunkt noch nicht genau weiß, wie denn das Gesamtausmaß aussehen wird, wie wird es weitergehen, wie sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die kommende oder auch teilweise übernächste Saison. Das sind ja, man schließt ja auch keinen Vertrag in der Regel nur für ein Jahr ab. Also insofern gilt es da mit Ruhe. Nichtsdestotrotz arbeitet die Scouting-Abteilung. Es gibt die Möglichkeit, über das Videoscouting sich auch weiterhin mit Spielern zu beschäftigen. Und die Situation ist auch einfach so, dass wir sicherlich auch Anforderungsprofile erstellen und auch vorher erstellt haben, dass das dann weiter im Detail betreiben, um für den Tag vorbereitet zu sein. Natürlich ohne genau zu wissen, wie viel Geld wir zur Verfügung haben. Aber es gibt dann auch eine Prioritätenliste, weil keiner weiß, ob wir überhaupt im Sommer einen Spieler verpflichten können. Und wir gehen mal von der besten Liste aus, das, was wir gerne machen würden, vom Anforderungsprofil, von den Positionen, was die Spieler können müssen. Und das wird dann nacheinander abgearbeitet, und dann wird man sehen, auf wie viel wir dann am Ende verzichten müssen, weil wir es uns dann am Ende auch einfach nicht leisten können. Glaubst du, dass diese ganze Situation, wenn sie denn mal ausgestanden ist, etwas ändern wird bei euch in der Branche, was Gehälter, aber auch Verträge betrifft? Ja, zwangsläufig wird das zu einer Veränderung führen am Ende, weil die Vereine, wenn man jetzt auch von Größeren hört, dass sie darüber nachdenken, ablösefreie Spieler im Sommer zu verpflichten, dann sieht man schon, dass es schon einschneidend für die Vereine sein wird. Die Frage, die sich stellt, und das ist, glaube ich, auch noch zu früh, das zu bewerten, durchschreiten wir da dort ein Tal oder wird es zu dauerhaften Veränderungen kommen im Profifußball? Das ist meiner Meinung nach noch zu früh, das definitiv sagen zu können, kurzfristig mit Sicherheit. Die DFL-Sitzung, die über weiteres Vorgehen und auch über einen möglichen Neustart der Liga tagen sollte, war eigentlich für Freitag angedacht. Jetzt ist die auf nächste Woche Donnerstag verschoben worden, einfach weil man wahrscheinlich noch Zeit braucht, auch um diese Hygienemaßnahmen etc. einzuleiten und einfach mal alles abzustimmen, wie es weitergehen könnte. Glaubst du, dass der Spielbetrieb zeitnah wieder aufgenommen wird? Natürlich ohne Zuschauer, eine andere Option gibt es ja anscheinend momentan gar nicht. Ja, die Diskussion stellt sich momentan nicht. Sie stellt sich auch sicherlich aktuell zu Recht nicht. Und alles andere sind reine Spekulationen und Mutmaßungen. Wir wissen alle in den Tagen, welche Gespräche heute in den nächsten Tagen und heute beginnend auch anstehen mit den Ministerpräsidenten. Und nochmal, der Fußball
darf und sollte sich dann auch nicht zu wichtig nehmen. Am Ende ist es aber auch ein Wirtschaftszweig und wir, jetzt meine Person stellvertretend für Arminia Bielefeld, haben da sehr, sehr großes Vertrauen in die DFL, die, wie ich finde, auch in den zurückliegenden Wochen in der Gesamtsituation eine hervorragende Arbeit machen, ein gutes Bild abgeben. Und wie gesagt, das sind Mutmaßungen jetzt zu sagen, wann. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Saison zu Ende spielen können, dann sicherlich auch ohne Zuschauer. Und wann der Zeitpunkt sein wird, das wird sicherlich auch die, werden sie die nächsten Tage zeigen. Und dann ja, bin ich zuversichtlich, dass, wie gesagt, aber es ist jetzt zu früh und auch zu spekulativ zu sagen, ist das der 2., ist das der 9. Mai oder ist es gegebenenfalls auch erst Ende Mai. Es gibt auch Kritik an diesen Plänen für die erste und zweite Liga, die die DFL hat. Es geht um diese Schnelltests, die gemacht werden sollen bei Spielern. Die Zahl 20.000 steht im Raum, die gebraucht werden würden bis zum Ende der Saison, damit man Corona-frei die Saison zu Ende bringen kann. Da gibt es Kritik dran, weil die Tests vielleicht woanders mehr gebraucht werden, weil da der Fußball nicht die Priorität hat. Verstehst du diese Kritik und was würdest du den Kritikern entgegnen, was das betrifft? Sehr, sehr dünnes Eis, auf das wir uns mit so einer Frage gerade begeben. Ich finde, ich will gar nicht zu weit ausholen, aber wenn wir jetzt die Nachrichten, die in den letzten Wochen und rumgeisterten, dann merkt man, wie unterschiedlich auch die vermeintlichen Virologen, Experten sich in die eine oder in die andere Richtung äußern. Ich sage, das höchste Gut, was wir alle haben, ist die Gesundheit. Und das ist nicht nur dahergesagt. Und wenn ich eben gesagt habe, dass der Fußball sich nicht zu wichtig nehmen soll und darf, dann kann es nicht dazu führen, dass wir am Ende irgendwelche Tests auch wegnehmen, die in anderen Bereichen dringender benötigt werden. Und jetzt ist das, was ich gerade angedeutet habe. Wir haben natürlich auch teilweise Informationen, dass es auch in bestimmten Laboren, dass dort Testkapazitäten zur Verfügung stehen, die in keinster Weise von irgendwelchen Stellen abgerufen werden. Dann muss ich sagen, wenn wir die dann in Anspruch nehmen, dann fehlen sie keinem. Wir haben sicherlich ein Problem mit der Zuordnung. Und das ist das, was ich sage. Ich bin da auch nur Informationsempfänger, will den Leuten natürlich zu 100% Glauben schenken. Und wenn das die Information ist, die wir erhalten und die dann auch der Wahrheit entspricht, dass es genug Testkapazitäten zur Verfügung gibt, dann ist man da natürlich hin und her gerissen, warum es auf der einen oder anderen Stelle dann letztendlich nicht in Anspruch genommen wird, aber wir natürlich nicht das Gefühl haben, dass wir jemandem diese Testmöglichkeiten wegnehmen. Und da hoffe ich am Ende, weil ich glaube, dass uns das alle weiterbringt, dass es genügend Testmöglichkeiten gibt und vor allem sie dann auch am Ende durchgeführt werden. Glaubst du, dass der Fußball dann auch für die Menschen, die jetzt diesen Lockdown erleben, wichtig ist? So ein Faktor, um wieder abzulenken, dieses Argument Brot und Spiele? Oder ist das ein Argument, was jetzt in diesen Zeiten eigentlich gar nicht mehr zu gelten hat? Ja, das kann man, glaube ich, nicht pauschalisieren. Also es gibt sicherlich Leute, die jetzt gerade, vielleicht weil sie auch persönlich extremst betroffen sind, sei es, dass es Leute gibt, die aus der Gastronomie oder andere Unternehmen, die momentan ums nackte Überleben kämpfen, die verständlicherweise dann sagen würden, lass mich mit dem Fußball in Ruhe. Aber ich glaube, dass es auch zahlreiche Menschen gibt, die sich einfach freuen, wenn wir wieder einen Schritt weiter in die Normalität zurückkehren können. Und der Fußball ist nun mal ein Teil, der in den normalen Zeiten die Leute begeistert und insofern ist es genau so, dass es gibt ja, man hört auch Stimmen, die gesagt haben, klar, wir haben uns vor Wochen noch darüber echauffiert, über die vermeintlichen Spiele ohne Zuschauer und jetzt würde sich der eine oder andere vielleicht mal freuen, wenn er am Samstagnachmittag zumindest nochmal ein Bundesligaspiel überhaupt sehen könnte. Also insofern, ich habe Verständnis für beide Ansätze, aber ich glaube auch, dass es genügend Menschen in Deutschland gibt, die sich darüber freuen würden, wenn der Ball auch dann einfach wiederholt.
Du sagst gerade, es gibt verschiedene Sichtweisen. Glaubst du, dass die allgemeine Sicht auf den Profifußball sich durch diese Krise und auch durch die vielleicht Distanzierung, die jetzt entstanden ist, ein bisschen ändern wird? Dass vielleicht einfach für die Menschen andere Dinge als der Fußball in den Vordergrund sind und dass das nachhaltig ist sogar? Wenn man sich vor Augen führt oder diesen schönen berühmten Spruch nimmt, der Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, das beinhaltet das ja eigentlich schon. Es gibt viele Sachen im Leben, die deutlich wichtiger sind als der Fußball, aber ich glaube, dass es auch trotzdem jedes Wochenende viele Menschen glücklich macht, die Freude einfach an dem Spiel haben, und darauf sollten wir uns besinnen. Und diese Entwicklung, die es vielleicht gegeben hat, dass sich der Fußball von der Basis extremst entfernt hat, das kann sicherlich eine Chance sein, oder wir sollten es als Chance begreifen, uns dort dann der Basis auch wieder anzunähern. Aber ich glaube, dass wenn wir sukzessive in allen Bereichen uns wieder der Normalität angenähert haben und hoffentlich alle irgendwann in die Normalität zurückkehren, dass wir natürlich nie vergessen sollten, das, was man jetzt vielleicht auch in der einen oder anderen Situation nutzen kann, was wichtig ist im Leben. Aber trotzdem glaube ich, dass der Fußball dann auch wieder an Bedeutung gewinnen wird und viele Leute auch wieder ihre Freude an dem Spiel haben werden. Ihr habt in der Vergangenheit schon betont, was diese Krise für eine existenzielle Bedrohung auch für Arminia sein könnte, wenn die Saison nämlich nicht weitergeht. Machst du dir Sorgen um den DSC, was die wirtschaftlichen Perspektiven angeht, im Moment sportlichen Perspektiven angeht, oder bist du relativ zuversichtlich, dass der Verein das mal wieder wuppen wird, diese Krise? Man sollte immer den nötigen Optimismus haben. Also mal die beiden Sachen, die perspektivisch, glaube ich, schwer voneinander zu trennen sind, das Sportliche und das Wirtschaftliche. Jetzt aber kurzfristig ist das Sportliche in den Hintergrund geraten. Trotzdem sieht man auch die, wenn wir zu dem Sportlichen kommen, die Jungs, selbst wenn es diese kleinen Gruppen sind, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass, wenn es wieder losgeht, dass die Jungs sehr, sehr fokussiert mit und aber trotzdem auch mit der nötigen Freude bei der Sache sind und wissen, um was es geht in den letzten Spielen, damit wir unser großes Ziel dann am Ende auch erreichen können. Da bin ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich. Und das andere, wie gerade gesagt, wir haben in den letzten Tagen und Wochen gemeinsam mit den Gremien Maßnahmen in die Wege geleitet, um letztendlich den Fortbestand zu sichern. Davon bin ich überzeugt, dass wir werden das hinbekommen. Wir kriegen das hin. Und insofern aber, das natürlich wird es einen bleibenden, in Anführungsstrichen, Schaden geben für Arminia Bielefeld, wie für alle anderen Vereine auch. Und wie groß der dann am Ende sein wird, wird sicherlich auch von den weiteren von den weiteren Umsetzungen abhängig sein. Wie lange werden wir ohne Zuschauer spielen? Wie sieht es mit der nächsten Fernsehrate aus? Wann kommt die? Wie wird die kommen? In welcher Form wird sie kommen? Und deswegen, das ist das, was ich gesagt habe. Aber um mal deutlich zu werden, zählen wir sicherlich nicht zu den Vereinen, die da medial kolportiert worden sind, wo das kurzfristige Insolvenzrisiko besteht. Was auch daran liegt, dass ihr Partner habt, die gleich von Anfang an sich voll hinter euch gestellt haben, unter anderem das Bündnis Ostwestfalen, die euch sofort den Rücken gestärkt haben. Es gibt weitere Partner, die gesagt haben, wir ziehen jetzt hier nichts ab. Spürt ihr diese Rückendeckung weiter von all diesen Parteien oder Partnern? Ja. Ja. Kurz und knapp ja. Und das macht einen natürlich auch stolz und freut uns extremst, dass diese Unternehmen letztendlich dann alle so zu Arminia stehen und sich dann auch direkt dazu bekannt haben, und sicherlich ein weiterer wichtiger Baustein, ja. Man hört bei dir im Laufe des Gesprächs viel Optimismus und Zuversicht raus, sonst könnte man das wahrscheinlich nicht meistern, die Situation. Jetzt nur mal angenommen, die Saison endet nicht am 30. Juni und man müsste über andere Szenarien nachdenken. Sind diese Szenarien bei euch Thema? Gibt es da Überlegungen, wie es dann weitergehen könnte? Also Stand jetzt sicherlich im Hintergrund, weil es wird dann auch komplex. Es ist ja auch nicht so einfach, dass man, dann sind wir irgendwann auch im Arbeitsrecht, und es ist nicht so daher gesagt, dass man sich die Hand gibt und sagt, komm, wir spielen jetzt einfach das. Es hat ja eine Folgekette, wollen wir jetzt gar nicht alle aufzählen alleine. Wie sieht dann das Transferfenster aus und komplexe Fälle? Was ist, wenn ein Spieler vielleicht zum 1.7. schon bei einem anderen
Verein unterschrieben hat. Wir haben alle medial das Beispiel Alexander Nübel, der dann sicherlich, wenn er zum FC Bayern wechselt, in eine andere Gehaltsklasse, wer kommt für den Unterschied auf oder muss der Spieler verzichten, etc. etc. Also es sind viele Sachen, die bedacht werden müssen. Stand heute sind wir da alle zuversichtlich, optimistisch und werden alles daran setzen, insofern es unter dem Aspekt der gesundheitlichen Vorkehrungen oder des gesundheitlichen Schutzes möglich ist, die Saison bis zum 30.06. zu beenden. Dann noch eine Anschlussfrage an einen Bereich am Anfang. Du sagtest, ihr seid im leichten Austausch, was Verträge etc. Kann man denn davon ausgehen, dass in naher Zukunft Arminia eine Vertragsverlängerung mit einem der Kandidaten bekannt gibt, deren Verträge jetzt auslaufen? Oder ist das eher unrealistisch? Ja, das ist zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch. Ganz einfach, weil wir, wie ich eben gesagt habe, da noch gar keine verlässlichen Zahlen bis ins letzte Detail haben. Es geht einfach mehr darum, um das nochmal klarzustellen. Natürlich ist man da weiter im Austausch und man lässt sich nicht gegenseitig im Ungewissen. Aber es wäre unseriös, jetzt Zusagen und Versprechungen zu machen, die wir dann in 4, 5, 6, 8 Wochen dann doch nicht einhalten können. Alles klar. Sami Arabi, vielen Dank. Gerne. Bleib gesund. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.